So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Red am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Da schickt ihr immer fleißig Bilder rein. Wer da auch mal was schicken möchte, kann das gerne tun. Die Links stehen ja immer in der Beschreibung für Facebook, Instagram, Discord, Telegram. Ist alles vorhanden. Ihr könnt auch über WhatsApp schicken. Für meine Nummer schreibt hier rein. Nee, also muss nicht sein, schickt's einfach über Telegram, das ist das Beste. Wir haben auch den Fanchat, darüber erreicht ihr mich auch privat. Ich sehe gerade, wie die Molly den Baum besteigt. Das heißt, wir fangen an mit dem Video, bevor der Baum umfällt. Angefangen hat die Woche bei mir selber, denn ich habe wieder ein Ticket bekommen von Gelber Deadpool. Wer es noch nicht mitbekommen hat, möchte ich nochmal Danke sagen an Gelber Deadpool, denn das Ding hat 6 Euro gekostet für meinen Free-to-Play-Account, wo ich nichts auflade, wo ich kein Geld investiere, aber immer mal wieder Geschenke von euch kommen oder solche Tickets. Die nutze ich natürlich dann. Ich versuche auch Videos zu machen dann immer, wenn gerade eine Forschung an ein Ticket geheftet ist und wenn das jemand mir schenkt, dass ich diese Forschung auch verfilme und dann hochlade, dass man sieht, was da alles drin ist. Sachen, die eh jeder hat, musste ja nicht unbedingt zeigen, die hat ja eh jeder, aber Sachen, die in Tickets versteckt sind und nicht jeder das Ticket hat, sieht so dann eben auch, was da drin ist. Das ist das für den ganzen Monat, wo man jeden Tag eine Brutmaschine kriegt. Gelber Deadpool hat aber wohl gleichzeitig auch mir das Raid Day Ticket für Hisui Admurai gegiftet, ne? Bestes Wort ever. Deswegen doppelt Peace raus an den Gelber Deadpool, denn es waren dann auch 12 Euro für diese 2 Tickets. Dann sind wir beim Benjamin Engel angekommen mit seinem Shiny Fukano. Hat er wieder Raids gemacht. Einmal Solo-Raid gegen Admurai. Das hatte Standpauke Eissturm. Ja, war ja ein Dreier-Raid, ne? Der probierte immer alles im Solo. Wurde auch belohnt, hat gleich einen Shiny Admurai hinterher bekommen. Ich habe keins bekommen bei meinen 14 Raids, die ich machen durfte mit den freien Pässen. Dann hat er Reshiram im Duo gemacht. Mit dem Team-Angriffsboost ist Reshiram ja gut zu zweit machbar. Der Boss hatte Feuerzahn und Steinkante. Seht ihr hier, 58 Sekunden Restzeit über. Schneckmark in Shiny hat er mitgenommen. Kaiser Kai hat ja noch ein schönes Reshiram mitgenommen in Shiny bei Raids für Zuschauer. Das freut mich. Der Cutter-Account weiß noch nicht so recht, was ich mit dem 100er und den ganzen Shinies auf dem Account mache, aber werde erstmal alles behalten. Ich habe ja keinen Shiny bekommen, ich habe auch keinen 100er bekommen und ich habe in dem Ausbeutevideo alle 14 Admurai direkt verschickt. Ich habe keinen Platz, ich brauche nichts sammeln dort. Das ist einfach nur zum Spaß haben und als Beschäftigungstherapie. Deswegen habe ich die alle weg. Ich dachte, da sagt wenigstens jemand was. Alter Digga, warum verschickst du das? Bist du geisteskrank? Aber hat auch keinen interessiert so. Wahrscheinlich haben die Leute gedacht, das ist richtig so, dass man das verschickt. Hier hat auf dem Cutter eben das 100er Admurai mit 1601. Auf dem großen Account 3x Shiny Admurai und Reshiram mitgenommen in Shiny. Vor allem Alter, 0 und Schillern und 4 Sterne und nix. Wenn die alle jetzt 100% Shiny wären, würde man es gar nicht sehen. Kata nochmal Shiny Reshiram hier mitgenommen. Aluhut, Shiny Knofenser, Shiny Baumball, Shiny Burmi, Shiny Parfi, Shiny Bronzli. 100er Fluffeluff gebrütet aus dem Ei aus Schwedt oder Brandenburg, Deutschland, Bitiza, Shiny Admurai, Shiny Aluhut. Shiny aus dem Abenteuerrauch. Jetzt muss ich trotzdem nochmal fragen. Wer bitte von euch hat kein Shiny Hisui Admurai bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dedenne, Shiny, der Zapfhahn, Shiny, Liljeb, Shiny, Burmi, Shiny, Schneckmark, Shiny, Pipi, Shiny aus dem Abenteuerrauch von Timu. Ist gar nicht der Abenteuerrauch von Timu. Timo? Timo! Bitte zur Kasse kommst, der normale Rauch, war wahrscheinlich vorhin auch der normale Rauch. Pipi steht im Winter und friert, hat schon ganz grüne Ohren. Nebulak Shiny auch noch mitgenommen. Chefe24.de zeigt uns hier 98er Shiny Admurai, 100er Admurai Hisui mitgenommen, 100er Drombeck, 100er Spoink, 100er Damirplex, Capoeira, Nebulak. Das ist die Ausbeute der letzten Woche. Goselinchen hier mit dem Shiny Schlubuck, Shiny Klick auch mitgenommen. Was ja früher nur in Raids verfügbar war oder dann eben auch in Eier gepresst wurde, kann jetzt wild sein und kriegt meiner Meinung nach definitiv irgendwann einen C-Day, ebenso auch wie Praktibalk oder Shinox. Roselinchen, 4 Sterne, Velursi mitgenommen, Blood and Tears.
die hat zugeschlagen. Danke nochmal, ganz liebe Grüße an Sarina, dass sie da immer bei den täglichen Raids mitmacht, dass sie bei dem Raid Day mitgemacht hat. Ich freue mich schon auf den nächsten Raid Day mit damit hier. Da bist du bestimmt auch wieder am Start. Die hat hier 100% Wetterbrust mitgenommen, plus normales, ohne Brust, aus Meiningen dann. Das war cool, 93er Shiny hier das Beste. Klick Shiny, Klick 100er. Shiny Tuska, Shiny Kecleon und ein Zapfdos. Das ist auch richtig toll. Bis auf ein Vieh hat Meiningen mal wieder vollgerockt. Sag doch, Meiningen rockt ganz brandaktuell das Sneebel, das Hisui Sneebel in Shiny mitgenommen. Erst der zweite Account mit Glück. Sören hier mit dem 100er Glibungel. Parfi im Garten aufgetaut. Aufgetaut? War wohl eingefroren, ja, bei den Temperaturen. Parfi 100%. Beim zweiten Account durchs Tauschen erhalten, 100er Macholo mitgenommen. Flauschling Shiny hatte nach ewigen Zeiten mal wieder mein Gotcha mitlaufen. Der feine Kerl wurde geklickert. Bei mir klickert eigentlich fast alles nur noch. Ist mal, jetzt habe ich es gerade nicht an, warum auch immer. Sören, weiter. Einer der zwei farbenfrohen Fische während der Rampenlichtstunde. Barsch war. Hatte damals seinen Forschungstag. Jetzt freut man sich vielleicht immer noch, wenn man den sieht. Tobi Godking Tidon. Moin, hab mal wieder ein paar Screens für Raider Mittwoch. Bei dem Wetter läuft man meistens nur noch mit Pogo Plus. Ist mir zu nass und kalt. 100er Knackrack mitgenommen. War das Mega Raid? Raid Day? Day Raid? Mega? Biolanda mitgenommen. 100% Schlappohr. 100% Dragoran. Shiny. Mein Shiny vom Event. Hab ich auch keins. Hab Daily Pass immer ins Dragoran rein. Deswegen konnte ich mir Dragoran in meine Liste aufschreiben an Raids, die ich schon gemacht habe, die nicht legendär sind für die komische Medaille. God King Tidon, das Shiny hatte ich aus einem Ei. Nichts super Besonderes, aber das Shiny hatte ich noch nicht. Ich finde es besonders, weil man das ja gefühlt auch nur aus einem Ei bekommen kann. Und dann muss das erstmal überhaupt im Ei sein und dann muss das auch noch Shiny sein und deswegen ist das schon cool. Dann noch 93er Shiny aus dem Raid bekommen, steht ja sogar da, jetzt wollte ich gerade rechnen. Shiny Regiram, also aus einem Raid. Dann habe ich mit Meri getauscht, danke an Genaya. Da sind ein paar Glücks-Pokémon dabei gewesen. Sie hat jetzt hier ein 100%iges Stolunio bekommen, das ist auch cool, vielleicht kann sie damit was anfangen. Patrick Kader schickt uns ein 100% Krypto Knofenser. Ist das gut? Als Pflanzenangreifer bestimmt, Kando immer gut, finde ich richtig nice, aber ja, ist nicht der Schocker der Woche geworden. Alexander Ahringer, meine 100er der Jahreszeit in Pokémon Go, Morlord, Adeboom, Kolossand und Kamaup. Kamaup kriegt ja nochmal eine Mega-Entwicklung. Meine Shinies der Jahreszeit in Pokémon Go, Glurak, Ampharos, Frackruns, Entei, Raikou, Genesect, Suicune, Donarion, Schlinging, Sylord, Tromborg und nochmal hier was anderes. Meine Ausbeute vom Admurai Raid Day. Zweimal Admurai, einmal Ferkulie. Mac Maggie, hier auch 100% Admurai mitgenommen. Drei Shiny Admurai mitgenommen. Kobalium, Knackrak, Sylord, Felino. Alles dabei. Diese mit dem 100% Taubsi. Endlich hat sie da geschrieben gehabt. Flunschlick beim Jan Lange. 100% Cumulus. Shiny Choupé. Shiny Terrakium. Zapdos mit 3025 ohne Meisterball gefangen. Der traut sich was. Bei so hohen WP und so einem richtig starken, krassen Level ohne Meisterball das Ding zu fangen, das ist schon echt krass. Meistens flieht das ja immer. Wenn du mal eins hast mit WP 41 oder so, dann bleibt das vielleicht drin, weil es halt so niedriges Level hat, aber ein über 3000er, wo du nicht mal großartig pushen musst, aber der schon stabil da rumsteht, das ist krass. Hier seht ihr auch, gefangen Potsdam-Brandenburg mit dem Hyperball. Lenzart, der Pokéball plus mal wieder, Ferkuli dabei, das dunkle Arctip, auch mitgenommen in der Lakritz Edition, jetzt neu. Adi, was hast du da schon wieder? Was ist denn das? Adi, nein. Adi, nein. Der frisst irgendwas schon wieder. Admurai Raid Day Ausbeute. Wir haben hier Nummer 1, 1550. Nummer 2, 1559. Wir haben 1554, 64. Wir haben einen Glas-Hess-Bus. Ich habe ein Sägewerk-Auto gefunden von Lennart. Und jetzt hat er ein
Hess-Bus gefunden von mir. Ich kenne nicht Glas Hess, ich kenne nur Glas S. Wer das auch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Lenzhardt, Niebel 100%, das ist fett. Capoeira, fett. Dusselgur, fett. Flecknoil, Mist. Dann die Jewel, die ist gerade irgendwie in Bangkok unterwegs. Und das sieht so aus. Guckt euch den Baum an. Guckt mal, wie da alles so mit Pokémon geschmückt ist. Pikachu ist am Start. Dann die Paldea-Starter sind am Start. Da konntest du mit jedem ein Bild machen. Hier Jewel und Genaya. Jewel und Thomas. Endlich mal ein Bild von den beiden, ja. Dann hier ich, das Krogel ganz alleine. Mit mir wollte sie kein Bild machen. Dann guckt euch das einfach an, wie es da aussieht. Alles voll, alles fett, riesengroß, brutal. Oh, ach das so, doch hier rechts noch das Relaxo, das ist nice. Dann Alpa, der hat ja letzte Woche was geschickt, wurde mir nicht angezeigt, jetzt hat er das nachgeschickt, der hat ja einen Shandou Gengar mit Hexenhut von Halloween in 100% als Shiny, weil es ja ein Shandou ist. Ist für mich nicht Schocker der Woche, weil es ist ja schon alt und ich wollte was aus dieser Woche für Schocker der Woche. Ist trotzdem krass, ist trotzdem fett, hat er hier auch zu Mega-Gänger gemacht, wie man sieht. Ist ja der weiße Geist im Hintergrund. Warum ist das nicht auf 50? Warum ist das nicht auf 50? Du musst alles geben. Durch Tausch erhalten von Alpa Blue. Dann haben wir noch Baloo. Das reibt sich nämlich drauf mit einem Shiny Terrakium. Shiny Dratini hier in der Krypto-Edition. Die Laura hier mit einem 98er Arturei plus auch ein Shiny daneben. Sieht man nochmal den Unterschied. Getauscht mit Aliton, dem Papa-Bär. Hier 100er Pamo. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Halt dich fest, es ist dieses Regiram in 100%. Und shiny, ganz frisch, aber mega nützlich und sieht halt wirklich extrem edel und elegant und toll aus. Deswegen musste ich das reinnehmen. Ist von God King Tidon. Und den Raid wollte ich erst nicht machen. Musste durch den Wald im Regen und es war alles matschig. Zum Glück bin ich doch gegangen. Gummischuhe regeln. Wenn die dreckig werden, werden die durch den Regen direkt wieder sauber. Weil das prallt dann alles ab. Niemals Stoffschuhe anziehen oder sowas oder gefütterte Mist. Das saugt die Nässe auf, das ist alles Rotz. Gummischuhe mit Löchern, weiß, edel, passt zum Regiram. Das ist für mich der Schocker der Woche aus dieser Woche. Wenn ihr sagt, nee, ich fand was anderes besser, schreibt's mal rein. Wenn ihr was Tolles fangt, bis nächste Woche am Dienstagabend oder Mittwoch früh screene ich immer ab. In allen Apps, in allen Gesprächen, Facebook, Discord, Telegram, WhatsApp, Campfire, genau, gibt's auch noch. Also überall eigentlich. Telegram, Instagram, ja, ach, keine Ahnung. Dann kommt er hier mit rein, dann könnt ihr hier mit angesagt werden, wenn ihr da Bock drauf habt. Viele, die schicken das immer einfach irgendwo hin in irgendwelche Gruppen und das war's. Aber schickt es mir bitte privat, denn dann weiß ich, dass ihr wollt, dass man das zeigt. Manche schicken ja was in irgendeine Gruppe, wollen aber nicht, dass es jetzt auf YouTube rumgezerrt wird. Obwohl es in der Gruppe ja gefühlt auch öffentlich ist, haben die trotzdem dann keinen Bock auf YouTube so irgendwie. Okay. Das akzeptiere ich, deswegen zack, nur was mir privat geschickt wird, nehme ich dann rein. Ich suche mir nichts selber irgendwo mehr raus. Den Luxus habe ich jetzt. Und Brusthaare. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.